Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 2. Hier auch schon beim letzten Part dieses Let's Plays. Denn im vorherigen Part waren wir nochmal in der Hexenklimax unterwegs und da haben wir noch die beiden neuen Charaktere Balder und auch Jordan ausprobiert. Und wir haben dann auch dort noch den Rang S Plus erreicht, den höchsten Rang, den man dort bei der Hexenklimax erreichen kann. Und dann haben wir jetzt auch noch ganz, ganz kurz im Story-Modus dann noch das Klimax-Armband gekauft und auch kurz ausprobiert, sodass wir jetzt dann wirklich hier in Bayonetta 2 alles gemacht haben und alles freigespielt haben, was so irgendwie geht. Bis auf eine einzige Sache, die ich jetzt noch in diesem letzten Part machen will, und zwar dann eben mir noch die Galerie genauer angucken. Siehe Bonusmaterial wie Entwürfe und 3D-Modelle der Charaktere ein und höre dir die Musik des Spiels an. Und das tun wir jetzt noch. So, da ist es. The World of Bayonetta 2. Sehr schön. Und okay, da haben wir einige Sachen. Shoebox haben wir hier, Charaktere, Hintergründe, Items und Co., 3D-Modelle, Filmsequenzen und auch Verskarten. Okay, ja, fangen wir mit der Musik mal kurz an. Ich werde es auf jeden Fall mir jetzt nicht jedes einzelne Musikstück anhören, da das einige sein dürften. So, Titelsequenz, Englisch und Japanisch, Titelsong, Legend of Azir. Ich kann mal aber kurz durch alle mal ganz schnell hier durchgehen, dass wir mal sehen können, wie die alle heißen zumindest. Das sind die hier auf der ersten Platte. Aber dann gibt es hier, oder wie kann ich das wechseln? Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das habe ich einfach abgespielt. Ich will mal, halt mal an. So, ja. Ich will mit dem linken Stick wechseln. Genau, okay. Hier kann ich dann noch die verschiedenen Schallplatten mir noch angucken, wo ich da oben hindurch wechseln kann. Deswegen, ja. Ihr könnt sehen, das sind tatsächlich einige. Einige verschiedene Lieder, die es hier gibt, die man sich hier anhören kann. Also nicht nur, das sind wirklich ultra viele. Obwohl, glaube ich, auch ein paar von denen halt wirklich nur ganz kurze Tracks sind und dann auch eher so fast schon Soundeffekte oder sowas, die halt wirklich nur ganz, ganz kurz spielen. Aber trotzdem kann man sich hier halt wirklich alles anhören so ungefähr und das ist schon echt ziemlich cool. Ich werde es dann gleich so machen, dass ich mir da mal zumindest vielleicht ein oder zwei Lieder anhöre, nämlich die, die wir auch schon eh tausendmal gehört haben, aber halt auch die bekanntesten und besten hier aus dem Spiel, würde ich mal behaupten. Werden wir dann gleich schon noch sehen. So, auch die ganzen goldenen LPs hier. Hier zum Beispiel Mario 64 mal ganz kurz. Yay. Okay, alles klar. Ne, pass aber dran. Gut. Ich will mal ganz kurz gucken, das ist doch bestimmt hier beim ersten einfach dabei, oder? Bei der ersten Platte. Hier habe ich schon nämlich was gesehen. Tomorrow is mine, ja. Und dann hier Moonriver haben wir auch noch. Machen wir erstmal ganz kurz Moonriver. Mal schnell. Yay! Und dann auch kurz mein Lieblingslied hier, nämlich Tomorrow is Mine. Ja, haben wir auch schon tausendmal gehört, aber finde ich echt cool auf jeden Fall. So. Achso, ach, das spielt noch weiter jetzt sogar. Auch wieder. Okay, alles klar, dann werden wir uns mal das Ganze jetzt hier anhören, während Tomorrow is Mine im Hintergrund spielt. Ist auch nicht zu laut, glaube ich, oder? Nee, ist nicht zu laut. Dürfte alles passen. Ihr könnt mich schon noch hören. Deswegen machen wir das mal so, weil ich finde das nicht cool. Deswegen warum denn nicht? So, dann die Charaktere auf jeden Fall. Und so hier dann eben Concept Art dazu. Ja. So, dann haben wir erstmal Bayonetta. Genehmigtes Design 1. Genehmigtes Design. Hört sich auch interessant an. Was wurde denn nicht genehmigt? Keine Ahnung. So. Dann hier genehmigtes Design 2. Bayonettas Accessoires. Tragische Liebe, Love is Blue, genau. Dann Bayonettas Kostüm A, wo sie on vogue ist. Und B, mit anderen Farben einfach nur. Der innere Panther. Die innere Natter. Die innere Fledermaus. Bayonetta Bat, einfach genau. Dann noch die innere Krähe. Umbra Eleganz mit Raxasa. Okay, also auch die ganz verschiedenen Kostüme. Dann noch für Kafka. Das Robin Hood Kostüm. Robin Hood Kostüm meine ich. Dann noch für Chornebo. Take Mikatsuchi. Dann, okay, die anderen Kostüme noch. Umbra Gekka. Mit auch wieder einigen japanischen Notizen, die ich leider nicht lesen kann. Dann Schulmädchen. Als Polizistin. Star Foxy. Dann Sean, wieder das genehmigte Design.
Chance Accessoires. Alle für eine, genau. Chance leere Hülle. Mhm. Dann auch Sea on Walk. Der innere Lux. Oh, okay, das muss ich gleich mal. Lux wird sie dann. Alles klar. Und das ist 1000 Füßler. Alles klar. Diese Unterwasserfähigkeit dann. Dann hier Motte, das wusste ich. Genau. Und David zu einer Eule. Okay, interessant. So, dann von Baldur das genehmigte Design 1. Und hier das zweite. Mit der Maske dann auch. Baldur mit Monokel. Mhm. Seine Taschenuhr. Dann Vater Baldur. Und er wird zu einem Wolf, genau. Okay, und ansonsten hat er keine Fähigkeiten, weil er kann nicht zur Seeschlange werden, fliegen kann er auch nicht und auch so eine Motten- oder Krähenfähigkeit oder Fledermausfähigkeit hat er anscheinend nicht. Okay, dann auf jeden Fall hier mit den anderen Charakteren geht's weiter, und zwar Loki. Und auch seine Accessoires. Achso, jetzt kommt übrigens ein anderes Lied. Achso, ne, warte mal kurz. Ich will aber schon, dass die ganze Zeit schon mal was meint. Spiel mal kurz. Ich hätte auf einen anderen Knopf gehen müssen, nämlich auf X, Moment. So. Ne, halt, ich will, ne, hier, so, ja. Und X, da wirst du jetzt immer wieder gespielt, oder? In der Endlosschleife. Oder? Schon, glaube ich. Vielleicht. Ich denke mal, schon, wird schon passen. So, weil ich will ganz gerne, dass wir jetzt hier dauerhaft schon mal was meinen hören können, weil es eben das Hauptthema von Bayonetta 2 auch ist. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Loki, genau, bei seinem Accessoires. So, dann die Verskarten. Und noch mehr Verskarten von ihm. Das innere Flughörnchen. So, dann von Rosa das genehmigte Design 1. Und das zweite. Mit auch wieder vielen, vielen Notizen. Ihre Taschenuhr. Und sie wird zu einem Tiger. Und bei den anderen Dingern, ihre Flugversion ist ein Falke. Dann noch Hornisse ist bei ihr anstatt Fledermaus oder Motte. Und die Unterwasserfähigkeit wird sie zu einer Kobra. Dann auch vom Propheten. Okay, also da Prophet, aber links oben steht Lopter. Interessanterweise. Okay. Dann Prophet mit Maske. Luca, sein genehmigtes Design 1. Und Nummer 2. Okay, das links sieht auch interessant aus, ohne seine Jacke und ohne den Hut und sowas. Luca mit Brille. Genau, wo er dann auch ins Purgatorio sehen konnte. Dann Rodin. Mit Sonnenbrille. Ja. Sieht schon echt auch cool aus. Jordan als Weihnachtsmann. Ach Gott, ey. So, dann haben wir noch Enzo, der ja auch wirklich nur im Spiel ganz, ganz kurz vorkam. Am Anfang halt und dann ganz am Ende nochmal. So, dann die Einwohner Noah Toons. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar von denen, oder? Ah ne, nur die da, okay. Dann jetzt auch ein paar von den Engeln dann, oder Gegnern im Allgemeinen. Acceptance nämlich. Und nochmal Acceptance. Dann Accolade. Und nochmal. In einer anderen Farbe einfach nur. Und nochmal. Wieder in einer anderen Farbe. Fidelity. Und nochmal. Ich weiß nicht genau, was das darstellt. So einfach dann irgendwie quasi die Innereien oder irgendwie halt so das Innere ohne den Körper, ohne die Schale außenrum. Weil ich kann ja immer noch da so in Schwarz-Weiß halt den restlichen Körper sehen. Aber hier ist irgendwie nur das Innere dann quasi. Also der Kern von ihm, wenn man so will. Ich habe keine Ahnung. Naja. Dann Believe. Urbane. Und nochmal, und da auch wieder dann irgendwie nur der innere Teil davon oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Dann Vella. Oder so. Glamour. Nochmal Glamour, auch wieder mit dem inneren Zeug da. Kein Fall. Worship. Und nochmal. Resplendence. Okay, wer war nochmal Resplendence eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Wo kam der überhaupt nochmal vor? Bin mir gar nicht ganz sicher, keine Ahnung. Und nochmal Resplendence. Also, oder war das vielleicht. Okay, ich glaube, das war dieses riesengroße Schiff dann, oder? Wo dann einige Warships rauskamen oder sowas, meine ich zumindest. Keine Ahnung. Dann Pain. Hideous. Und nochmal Hideous. Wieder dann auch mit nur dem Inneren, mit dem Skelett quasi. Ich habe keine Ahnung. Dämonenflinte. Okay, die Waffe von ihm. Hat hier extra. Auch ein eigenes Bild dann bekommen. Dann Fury. Und nochmal Fury. Greed. Resentment.
Malicious, dieser Arsch, den ich ja wirklich gehasst habe. Und Sloth habe ich auch mega gehasst. Also hier ist Sloth und Malicious, vor allem die beiden zusammen. Das ist eine richtig blöde Kombo. Dann Insidious. Nochmal Insidious. Und dann Insidious Augapfel. Hat ja auch extra ein eigenes Bild bekommen. Sehr schön. Dann Alrone. Die auch wirklich ziemlich stark war. Und dann hier mit ihrer anderen Form. Die Flora Infernos. Okay, das waren diese Pflanzen, die Alrone herbeibeschwören konnte. Genau. Dann die Höllendämonen. Gomorra. Und nochmal Gomorra. Dann Larbolas. Baal. Okay. Irgendwie sieht das Bild ja anders aus, weil das auch so einen richtigen Hintergrund... Ich meine, hier sind die Hintergründe ja nur weiß, aber hier hat er so einen richtigen Hintergrund bekommen irgendwie und das sieht auch ein bisschen eher schon 3D-Charaktermodellmäßiger aus als einfach nur ein Bild. Hm, keine Ahnung. Und nochmal Baal. Dann Diomedes. Und dann Mictlantecuhtli oder so. Voll einfach auszusprechen, dieser Name. Dann Carnage oder sowas. Madame Kepri, genau, das war dann die, wo Rosa einen Pakt mit der geschlossen hat. Dann Golem als Verteidigung oder im Verteidigungsmodus. Dann noch im Monstermodus. Im Schwertmodus. Und noch im Flugmodus. Dann hier Azir, der auch echt ein cooles Design hat, wie ich finde. Und nochmal Azir. Noch ein bisschen detaillierter. Jordan als Teufel. Okay, er ist da kein Dämon, er ist da tatsächlich dann der Teufel einfach so. In seiner anderen Form. Alles klar. So, und das war's dann. Gut. Dann Hintergründe. Wenn wir uns auch noch dann alle angucken. Der Part könnte auch wieder ein bisschen länger werden übrigens, da wir uns einiges hier anzugucken haben. Ich würde ganz gerne alles anschauen. Ich hoffe, dass es nicht zu lang wird. Mal gucken. So, Stadtpanorama. Wow, das sieht wunderschön aus. Okay, also ich glaube, die Hintergründe werden echt geil aussehen. So. Machen wir Stadtpanorama. Ja, das sieht wunderschön aus. Okay, da kann man sich wirklich jedes einzelne von denen dann ausdrucken und an die Wand kleben dann. Auf jeden Fall, weil das sieht wirklich wunderschön aus hier. Nochmal. Ja, also jedes einzelne von denen kann man echt als Poster dann einfach benutzen und überall sich dann hinhängen. Das sieht echt schön aus. Gebäude von der Seitenansicht. Gebäude von der Antennenspitze aus gesehen. Hafen unter Wasser. Fimbulfetter. Gasse. Einfach nur eine Gasse, aber sieht trotzdem cool aus. Esplanade der Kaskaden. Auch wunderschön einfach nur. Und dann nochmal. Wo wir zum ersten Mal Loki getroffen haben. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal, wow. Boah, das sieht so schön aus einfach nur. Das ist ja der Wahnsinn. Echt cool. Und gleich nochmal. So, jetzt dann hier mal unter Wasser. Alles da, aber immer noch bei der Esplanade der Kaskaden. Okay, jetzt mal was anderes. Und zwar die Statue Noatuns. Im Inneren der Basilika. Noch, immer noch im Inneren der Basilika. Und da unten steht Bayonetta dann, so ganz, ganz klein. Das sieht auch sehr schön aus. Kreuzgang der Basilika. Das sieht sogar echt dann ein bisschen anders aus als dann im finalen Spiel, interessanterweise. Hat zwar schon Ähnlichkeit, natürlich ist halt dieser eine Ort, wo wir dann zum ersten Mal gegen diesen einen Typen gekämpft haben, ich weiß den Namen nicht mehr, mit den Morgensternen halt quasi. Aber es sieht ein bisschen anders aus, von der Farbgebung her auch, weil hier viel grün ist. Dann hier die Gasse. Vor dem Wasserstrudel. Okay, jetzt sind wir schon bei Kapitel 2. Das ist echt cool, dass da jedes einzelne Kapitel dann doch schon mit den Hintergründen, mit den Zeichnungen so durchgeplant wurde. Vor dem Wasserstrudel, genau. Wo wir dann zum ersten Mal hier in Rapture, glaube ich, getroffen haben. Halt den Engel, der die anderen Engel böse machen kann. Vor dem Wasserstrudel immer noch. Und immer noch. Aber dann gleich wahrscheinlich auch während des Wasserstrudels. Oder halt auf jeden Fall während Loki halt dann diesen riesen Wasserstrudel da erscheinen ließ. Oder sowas. Aber erstmal hier unter Wasserstrudel. Und gleich nochmal. Und nochmal. Nee, aber okay, das ist jetzt wieder bei Kapitel 1 doch.
rückwärts kratzeln, oder? Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zwischen den Erinnerungen. Ja, nee, das ist aber schon Kapitel 2. Jetzt hier wieder. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber eigentlich dürfte es schon auch geordnet sein, weil alle, die wir halt am Anfang gesehen haben, waren halt im Prolog und dann Kapitel 1. Und das ist jetzt alles Kapitel 2 hier, deswegen es passt schon. Genau. Immer noch zwischen den Erinnerungen. Und noch immer. Aber dann gleich dürfte, glaube ich, auch schon Kapitel 3 dann quasi losgehen. Könnte man sagen, boah, sieht das alles schön aus, ey. Das sieht so schön, das sieht so cool aus, ey. Ist echt krass. So. Tornado. Ihr habt das dann nämlich jetzt Kapitel 3, weil Kapitel 3 war ja schon das erste Bosskampfkapitel, meine ich. Dann eben gegen Glamour. Boah, sieht so schön aus, hey, ist der Wahnsinn. So, Umbra gegen Lumen. Wow, das ist auch mega cool. Ja, im vierten Kapitel sind wir, glaube ich, zum ersten Mal dann auf den maskierten Lumenweisen getroffen. Und da gab es dann eben auch diesen mega, mega epischen Kampf. So, boah, das sieht so heftig aus, hey. Auf der einen Seite halt dann das Licht, auf der anderen Dunkelheit. Lumenweisen gegen Hexen. Engel gegen Höllendämonen, echt voll cool einfach. Nur in der Mitte Fimbulfetter, super. Panorama. See. Und nochmal See. Und nochmal See. Ganz viel See. Dann Kathedrale der Kaskaden. So, und dann hier Luftkampf, wo wir dann nach unten gefallen sind. Und immer noch Luftkampf. Und immer noch Luftkampf. Und dann in den Katakomben. So, und dann kam hier Insidious danach. Genau, das ist dann das 6. oder 7. Kapitel, glaube ich, wo wir jetzt gerade sind. Und noch mehr von Insidious. Dann noch auf jeden Fall das Innere von ihm bestimmt. Aber erstmal noch weiterhin der Kampf gegen ihn erstmal. Und dann hier eben im Inneren, genau, mit dann den ganzen Dämonen auch. Auch ziemlich cool. Okay, aber das stellt auch schon den Kampf von Bayonetta gegen den maskierten Lumenweisen dann dar. Auch echt cool. Und dann hier die antike Stadt. Das war dann halt das nächste Kapitel, genau. Wo wir dann halt uns Zugang beschaffen wollten. Und da ist auch Loki, genau. Wo wir uns dann Zugang beschaffen wollten zum Tor zur Hölle. Boah, das sieht auch voll cool aus, ey. Das ist echt wahnsinnig, wie schön das alles aussieht. Wirklich. So, dann hier ist auch schon das Tor zur Hölle, genau. Wo wir dann wirklich lange dafür arbeiten mussten, dass wir dann dort reinkommen konnten. So, Wächter. Inferno. Wow. Einfach nur ein riesengroßer Abgrund hier. Und Bayonetta steht da ganz links unten. Nochmal Inferno. Ja, wir werden jetzt bestimmt dann auch einige coole Szenen hier in Inferno halt sehen dürfen. Genau. Ja, sieht wirklich alles nicht so ganz freundlich aus, aber trotzdem auch echt cool. Ja, und überall steht Bayonetta einfach nur rum und schilde Leben oder so, während sie gerade in der Hölle ist. Und immer überall sind Abgründe und sie könnte jederzeit hinunterfallen und dann instant sterben oder sowas. So, dann hier Dämonenbandkreis. Arena, wow, gegen Alrondan. Boah, das sieht ja auch, das sieht auch so krass aus, ey. Das ist der Wahnsinn, wirklich. So, noch mehr Inferno. Und noch mehr Inferno. Okay, da reichen wir jetzt gerade auf Diomedes, glaube ich, entlang, ne? Ich meine schon. Genau, alles klar, jetzt kommt dann dieser Abschnitt hier. Wo wir dann zum ersten Mal auch gegen Balder gekämpft haben, wo wir dann auch herausgefunden haben, dass er eben der maskierte Lumenweise ist. So. Aber nee, okay, aber der Kampf wird, oder da gibt es kein Bild dazu leider, aktuell, das wir ansehen dürfen. Also es gibt schon ein paar Verse oder ein paar Abschnitte in den Kapiteln, die ausgelassen wurden quasi, wo es dann keine Bilder dazu extra gibt, keine Hintergründe, aber zu den allermeisten schon. Weil jetzt kommt dann eben schon die Hexenjagd hier, genau. Dann wieder in Vigrid vor 500 Jahren. So, mit auch wieder wunderschönen Bildern hier. Und das sieht alles sogar ziemlich originalgetreu aus. Ungefähr so, wie es dann auch halt auf jeden Fall auch im Spiel erschienen ist. Die Orte hier, genau. So, und da ist Fortitudo. Blödsinn, nicht Fortitudo, sondern halt dieser andere. Ja, das ist ja gar keine Kardinaltugend. Wie hieß da nochmal der Typ hier? Beloved, glaube ich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall die Fortitudo. Vergesst es. So, immer noch Hexenjagd bei diesem Saal hier. Boah, das sieht auch wieder richtig krass aus, das Bild hier. So. Okay, und jetzt dann dürfte es mal bald dann so sein, dass sie dann in ihrer Umbaurüstung auch kämpfen dürfen. Genau, nämlich hier jetzt. Sehr schön. Genau, und dann hier überall geht alles zugrunde, alles brennt, alles fackelt ab. Aber die Umbra-Hexen versuchen trotzdem noch auf jeden Fall schön zu kämpfen. Okay, überall Hexenflechten auch. Sehr schön. Hier auf der Brücke dann mit den ganz vielen kleinen Engeln.
Und dann hier gegen Sapientia hieß ja, glaube ich, diese Kardinaltugend da. Ich meine schon. Und du hieß Justitia auf jeden Fall. Das Tentakelviech. So, okay, das sind jetzt dann ganz viele von den Lumenweisen anscheinend, die dann hier auch nach vorne preschen wollten. Von denen aber ja auch so ziemlich alle gestorben sind, wie wir wissen. Okay, und hier ist dann genau der einstürzende Turmbohr. So, und da die Turmbohr selbst. So, dann Fimbulfetter. Ich hab jetzt dann schon beim Finale hier. Thron der Hoheit. Mhm, mit Asia da vorne. Und dann wieder Stadtpanorama. Okay, also wie gesagt, hier die Bilder, da ist jedes einzelne von denen, das ist wirklich wunderschön gewesen. Da kann man sich, wie gesagt, jedes einzelne von denen ausdrucken und an die Wand kleben und es sieht einfach nur wundercool aus. Wunderschön aus und auch cool und alles zugleich, also echt richtig cool. So, dann Items und Co. Da haben wir jetzt ein bisschen weniger dann. Alles klar, und zwar dann erstmal hier Kafka mit auch wieder einigen Notizen, die ich nicht lesen kann leider. Aber kann man trotzdem zumindest dann die Bilder hier angucken. Dann Undine oder Undine oder sowas, keine Ahnung. Und zwar in der Feuervariante und hier in der Eisvariante. Dann Chornebo A. Okay, was ist dann B? Keine Ahnung, sieht einfach ein bisschen anders aus? Oder was ist da jetzt anders genau eigentlich? Ich weiß gar nicht genau. Keine Ahnung, egal. Dann Takemikazuchi, der Hammer. Dann Salamandra, die Kettensäge. Keiner Warme. Okay, alles klar, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber anscheinend hießen die Waffen von Rosa keiner Barmen. Das wusste ich gar nicht genau, aber okay. So, dann hier die Munition von keiner Barmen. Dann, okay, alles klar, hier noch der Arving dann, den wir ja auch gesehen haben. So, Midas Testament. Dieses neue Item hier, das ja im ersten Teil, glaube ich, nicht gab. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann noch die Chaos-Kreolen. Also, okay, das habe ich gar nicht bemerkt, aber das kann man sogar an Bayonetta tatsächlich sehen, oder? Ist es so? Das habe ich gar nicht bemerkt, aber wenn ich die Chaos-Kreolen ausrüste, dann trägt auch Bayonetta oder auch John oder sowas, dann tragen die auch tatsächlich als Ohrringe, oder? Anscheinend schon, das habe ich gar nicht bemerkt. Das ist ja cool. Okay, dann das D-Max-Armband 2. Das aber, wie gesagt, bei weitem nicht so gut ist wie das D-Max-Armband 1. Der Prämienhammer. Achso, okay, und das kann man auch sehen, weil das tragen die nämlich dann am Handgelenk da so. Das habe ich auch nicht bemerkt. Interessant. Dann der Superspiegel, Lord in Schätze, mit den ganzen Kostümen. Dann die Umbra-Eleganz, Flakon oder Flakon oder so, keine Ahnung. Dann die goldenen LPs der Engelshymnen, genau, mit den ganzen Silhouetten drauf, rechts unten. Dann zum Beispiel der Kettenhund, sehr schön. Artefakte der Zeit. Und noch mehr Artefakte der Zeit. Und noch mehr Artefakte der Zeit. So, dann ein Umbra-Schrein. Die Umbra-Rüstung. Auch sehr cool. Dämonenblut, genau. Der Ersatz für die Halos quasi. Während wir in Inferno waren. Dann die verschiedenen Figuren. Okay, vor allem die Figur von Rodin sieht irgendwie voll witzig aus, finde ich. Alles klar. Dann die Verskarten. Trump Card, alles klar. Memoiren eines Reisenden, genau, von Luca. Prospekt des Tors zur Hölle. Okay, ein eigener Prospekt dafür. Ist ja auch interessant. Alles klar. Das ist ziemlich cool. Okay, dann Enzos Flieger. Fliegermodelle dafür. Umbra Zifferblatt. Die Ache, wieder mal genehmigtes Design. Mich würde da echt interessieren, was sind dann die nicht genehmigten Designs eigentlich waren, die dann halt wirklich verworfen wurden. Das würde mich auch interessieren, aber die können wir anscheinend nicht sehen, leider. Naja. Die Legende von Asia, die Schriftrolle. Die Schrift Noatuns. Okay, kann man dann auch hier alles übersetzen. Auch ziemlich cool. Und dann geht's wieder von vorne los. Okay. So, dann noch 3D-Modelle. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall nicht alle angucken, weil das bestimmt dann einige sein dürften. Ja, vor allem, es gibt davon Engel und Dämonen und Bossen gibt es auch alles. Aber werde ich mir dann nicht alles angucken. Aber erstmal Bayonetta. Schau ich mir mal kurz an. So, da ist sie also. Zoomen kann ich hier. So. Modell drehen kann ich auch. Kamera bewegen, zurücksetzen, Hilfe ein aus. Alles klar. So,
Und es gibt dann natürlich noch Bayonetta hier in ganz vielen verschiedenen Versionen, hier als Dämonenbeschwörerin, mal verschwingen, dann mit den verschiedenen Waffen, da gibt es noch tausend verschiedene von denen, mit Ketten und dann auch die ganz verschiedenen Kostüme, also da gibt es wirklich dann einige, die ich mir jetzt nicht alle angucken werde, weil es viel zu lange dauern würde, aber kann man sich dann eben alles nochmal hier, wenn man will, genauer anschauen dann. Okay. Hier haben zum Beispiel noch als Samus mal kurz, einfach so random, was das letzte ist, so. Kann ich da auch irgendwie sie was machen lassen währenddessen? Irgendwie sie angreifen lassen? Nee, kann ich glaube ich nicht. Okay, alles klar. So, dann schauen. So, und sie hat auch sehr viel. Also erstmal auch wieder die Standardmodelle schaue ich mir, glaube ich, vielleicht dann alle an. Von den wichtigen Charakteren zumindest. So. Hier mit ihren schönen langen Haaren. Und da muss ich auch wirklich sagen, dass mir Johns Design hier in Bayonetta 2 viel, viel besser gefällt als ihr Design aus Bayonetta 1. Bei Bayonetta selber bin ich mir gar nicht sicher, ob ich ihr Design aus dem ersten oder zweiten Teil lieber mag. Da sie im zweiten Teil mit kurzen Haaren auch voll cool aussieht, wie ich finde. Aber bei John würde ich auf jeden Fall sagen, dass mir dort ihr Design mit langen Haaren viel besser gefällt. Aber ist nur mein persönlicher Geschmack. Dann als Dämonenbeschwörerin mit Mal verschwingen. Und auch mit Ketten und mit Luigi-Mütze auf, genau. Dann hier auch die verschiedenen Kostüme und die verschiedenen Waffen, die wir uns dann alle noch hier angucken könnten. Was ich aber dann auf jeden Fall sein lassen werde, weil es zu lange dauern würde, wie gesagt. So. Aber kann man sich dann eben noch theoretisch alles angucken. Okay. Dann die Nebencharaktere. Da haben wir nämlich erstmal Loki. Der auch keine anderen Kostüme hat. Sondern nur sein standardmäßiges. Genau. Dann Rosa. Die ja, das wollte ich gerade mal. Die ja auch kein anderes Kostüm bekommen hat, außer das hier. Und auch die normalen Waffen nur hat von ihr. Dann noch Rodan. Obwohl er ja schon ein anderes Kostüm hat, weil in der Hexenklimax konnten wir ja ein anderes Kostüm bei ihm auswählen. Aber hier können wir nur eins ansehen. Naja. Gut, dann Luca. Sehr schön. Dann Enzo. Yay. So. Okay, und dann... Oder bin ich jetzt schon weitergegangen? Nee, ist noch passt alles. Unser Balder... Nee, wollte ich nicht. Unser Balder dann heute. Ja, also als alter Mann quasi schon, 500 Jahre später. Okay. Das ist interessant, weil hier bei den Nebencharakteren kann ich mir jetzt dann den Balder von damals nicht angucken, sondern nur den von heute. Das ist komisch irgendwie, finde ich. Aber okay. Dann Fahrzeuge. Kann man sogar auch dann genauer angucken, hier die Modelle. Von den Chatfightern hier. Das ist auch interessant. Okay. Dann hier die Umbaurüstung, Motorrad, Auto, alles mögliche. Den Arwing auch noch. Mal kurz den Arwing vielleicht noch. Nee, halt. Moment. So. Sieht auch ziemlich cool aus. Yay. Wie in Star Fox. Sehr schön. So, dann noch verschiedene Menschen, einfach so. Die einfach nur Noah-Tunes. Ja, und zwar dann im Purgatorio. Oder halt während Bayonetta im Purgatorio war. So, dann auch noch eine Frau. Dann noch ein Kind. Und dann noch hier eine andere Umbra-Hexe, einfach so. Ja, okay, das war wahrscheinlich auch bei der Hexenjagd halt. Weil da haben wir ja gesehen, wie einige andere Umbra-Hexen dann auch noch geflohen sind. Und es ist halt wahrscheinlich irgendeine andere Umbra-Hexe, die dann auch geflohen ist, schätze ich mal. Okay, dann das innere Biest haben wir hier. Okay, jetzt diese ganzen verschiedenen Modelle. Und zwar den Panther. So, dann die Krähe. Dann noch die Fledermäuse. Kann man auch sehr nah ranzoomen da. Das sieht irgendwie komisch aus. Finde ich. Und dann noch die Seeschlange hier. Ja. Yeah. Okay, ich lasse mal die andere mal dann hier nur so durchgehen. Von Sean haben wir noch den Lux, die Eule, die Motte und eben den Tausendfüßer, der ziemlich eklig aussieht, finde ich, aber okay. Dann hier noch den Tiger von Rosa, Falke von Rosa, Hornisse von Rosa und auch Cobra von Rosa. Und dann noch den Wolf von Balda. Der sieht ziemlich cool aus. Und dann noch das Flughörnchen von Loki. Yay. Yeah. So, dann, was haben wir jetzt noch alles? Engel, Dämonen, Bosse und Höllendämonen. Also erstmal dann Engel, wo ich mir wirklich sogar von allen Engel-Modelle angucken kann. Das sind viel zu viele, deswegen, die werde ich mir nicht dann alle angucken. Aber trotzdem kann man das auf jeden Fall machen, theoretisch. Was auch auf jeden Fall cool ist. Ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwelche besonderen Engel hier habe. Ich kann mal die Bosse vielleicht genauer angucken. Was hier ganz unten zum Beispiel? Das sind die ganzen Kardinaltugenden. Einfach mal kurz Sapientia vielleicht. Ne, Moment, so. Einfach so random. Gut, also ich werde mir jetzt hier nicht jeden einzelnen Engel angucken, was dann doch zu lange dauern würde. Okay, alles klar. Gut, dann die Dämonen. Da kann man vielleicht dann eher ein paar von denen angucken, weil die ja auch komplett neu sind, weil sie ja im ersten Teil noch so gar nicht gab, die Dämonen hier. Mal gucken. Jetzt zum Beispiel mal hier die Spinne, obwohl sie ja im ersten Teil schon gab, ehrlich gesagt. Aber vielleicht mal hier den, obwohl sie gab es ja auch im ersten Teil, aber egal. So, kann man kurz uns den hier angucken. Dieses auch richtig eklige Vieh hier. So, dann hier eben die Spinne. Und dann hier Insidious. Alone. Ja, die können wir uns mal genauer angucken, weil die ist ja auch quasi ein Charakter, könnte man so irgendwie fast schon sagen. Genau, dann hier noch die andere Form von ihr. Und das war's dann. Okay. So, dann noch Bosse. Können wir uns vielleicht dann auch ein paar mehr von denen angucken. Und zwar der maskierte Lumenweise. Und dann, okay, hier haben wir jetzt dann auch beide, der ist unter den Bossen aufgezeichnet. Alles klar. Also der maskierte Lumenweise.
Und weiter. Okay, wenn ich nah rangehe, verschwinden seine Flügel. Wenn ich weiter weggehe, sind sie wieder dann da. Okay. Wow, ja, die bewegen sich auch so ein bisschen mit hier. Das ist echt cool. Hui. Okay. So, dann hier ohne Flügel. Einfach nur, wie er halt da steht. Ganz normal. Dann hier den Propheten. Und Lobter. Und dann nochmal jetzt halt der Prophet dann in der aktuellen Zeit, wo er dann kurz davor war, Aesir zu werden, quasi, wenn man so will. Und hier ist er dann schon, Aesir, mit beiden Augen. Also der sieht auch wirklich richtig cool aus, weil man halt wirklich so ein bisschen da halt in seinem komischen Ding, dass ich dann so ein bisschen das Weltall quasi sehen kann. Das ist echt ziemlich cool. Dann hier Golem, kann man auch nochmal sehen. Und zwar wahrscheinlich auch die anderen Formen dann, genau, hier mit der Schwertform, der Monsterform und der Vogelform. So. Und, oh, wow. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall auch noch Rodan dann. Ach du Scheiße. Und zwar als Teufel. Ja, das sieht schon auch sehr heftig aus. Und das war's dann. Okay. Gut. Und dann noch die Höllendämonen zum Ende hin. Kommen wir vielleicht auch. Die sind ja nicht so viele. Auch mal kurz vielleicht alle von denen mal dann genauer angucken. Und zwar erstmal Madame Butterfly. Sehr schön. Dann Gummora. Yeah. Dann die komischen Hände, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Aber die haben, glaube ich, auch einen komischen Namen. Meine ich. Dann hier Labolas, hieß der, habe ich mir gemerkt. So. Wie heißt du? Achso, du warst dieser eine ganz komische, den ich überhaupt nicht aussprechen kann. Werde ich dann auch nicht nochmal versuchen. So. Alles klar. Dann das Ding hier, wie hieß das nochmal? Ich sollte mal vielleicht jetzt eher von hier aus machen. Dann Hydra oder Hydra, genau. Dann hier Diomedes. Baal, der Frosch. Omne können wir mal genauer angucken. Weil Omne ist ja auch ziemlich cool. Genau. Die Mischung aus Jubileus und Sheba quasi. Sieht auch echt richtig cool aus, wie ich finde. Okay. So, dann haben wir jetzt hier halt dann, die, ich weiß nicht genau, wie die hieß, aber halt die entsprechende für John, die dann einen Pakt mit ihr geschlossen hat. Genau. Und dann hier noch einen von den Little Devils hier. Alles klar. Dann hier noch, was sind das für Digga? Ich weiß nicht genau, Carnage. Was ist Carnage eigentlich? Ist es auch für irgendein Zubehör dann? Oder wie? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Kein Fall, muss ich passen tatsächlich. Und Madame Stixi. Okay. Alles klar, haben wir uns dann hier alles erstmal dort soweit angesehen. Sehr schön. Gut. Und, okay, Filmsequenz kann man sich dann eben auch angucken, oder? Nee, kann man. Bayonetta 2 Trailer. E3 2013 Trailer, Short Version, okay. Dann hier nochmal E3. Did You Miss Me Trailer. Und Moonriver No Credits. Okay, also kann man sich dann nochmal halt bestimmte Trailer dazu angucken. Also weniger Filmsequenzen, sondern eher Trailer. Man kann sich ja anscheinend dann die Sequenzen im Story-Modus jetzt nicht nochmal hier genauer angucken, aber halt dann dafür irgendwelche Trailer oder so. Ich werde es nochmal mir die nicht angucken, weil es würde auch zu lange dauern. Und die kann man ja auch bestimmt noch im Internet halt irgendwo finden, dann auch im Notfall. Deswegen, ich werde es mal dann nicht durchgehen. Aber ganz schön, dass man sich dann hier nochmal die Trailer und sowas dazu angucken kann. Okay. Und dann noch die Verskarten. Können wir uns auch mal dann vielleicht ganz kurz angucken. Hier mal kurz durch alle durchgehen. Affinity. Enrapture. Fidelity. Fearless and Fairness. Accolade, Pride, Belief, Malicious, Justitia, Glamour, Alone, nochmal, Balder und Rosa, Rodan, Fury, Hideous, Accolade, nochmal Accolade, Greed, Grace and Glory, Gravitas, Worship, Fortitudo, Insidious, Labolas, Gomorra, Bayonetta und Sean, Decorations, Hideous, Cashet, Applaud, Pain, Urbane, Allegiance oder so, Golem, Sapientia, Prophet, Vela, Lobter, Aesir. Compassion, Acceptance, Hatred, Accolade, Resentment, Beloved, Sloth, Valence, Temperentia, Maskierter Lumenweiser, Phantasmaranähe, Maskierter Lumenweiser und Walder. Das dürften alle gewesen sein. Okay, sehr schön.
Gut, dann haben wir uns jetzt hier in der Galerie auch noch alles Mögliche angesehen, was man sich hier so ansehen konnte. Ist sogar ungefähr eine halbe Stunde lang, deswegen, das passt ja eigentlich super. Und auch wieder sehr cool, am besten haben mir, glaube ich, echt die Hintergründe gefallen, weil das war so cool einfach, die sahen so wunderschön aus. Also wirklich jeder einzelne von denen, echt richtig cool. Und währenddessen haben wir jetzt dauerhaft Tomorrow is Mine hören dürfen. Also echt ziemlich cool, wie ich finde. Gut. So, dann würde ich aber erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Bayonetta 2 und dann damit auch für das gesamte Let's Play von diesem wirklich wunderschönen Spiel, also nachdem ich das gespielt habe und hier wirklich alles gemacht habe, was irgendwie ging, kann ich wirklich sagen, dass es jetzt zu einem meiner Lieblings-Wii U-Spiele geworden ist, weil es ist wirklich, es hat so viel Spaß gemacht. Ich fand es nochmal wirklich um einiges besser als den ersten Teil. Ich mochte den ersten Teil auch schon total, aber ich fand den zweiten Teil wirklich nochmal um einiges besser. Es hat mir so viel Spaß gemacht, im Story-Modus den durchzuspielen und einfach überall eine Klimax nach der anderen zu erleben, die Gegner schön umkloppen zu dürfen und so viele krasse Momente einfach zu erleben, also hat mir, wie gesagt, wirklich mega viel Spaß gemacht. So, und bevor ich dann gleich den Party und das Let's Play beende, gibt es natürlich wieder mal dann noch einen kleinen Tipp, was denn dann so das Nachfolgeprojekt von Bayonetta 2 sein wird. Denn ja, morgen wird dann auch um wahrscheinlich auch wieder 16 Uhr ganz normal, auf jeden Fall halt dann direkt als Nachfolger von Bayonetta 2 dann ein neues Projekt kommen. Und der Tipp dazu ist der folgende. Dass nämlich morgen wieder ein komplett neues Franchise auf diesem Kanal kommen wird, also eine komplett neue Spielreihe, die zuvor noch nie auf dem Kanal zu sehen war, obwohl man zugeben muss, dass das auch nicht so ganz stimmt, weil zur Hälfte war diese Spielreihe, die da morgen kommen wird, nämlich schon auf dem Kanal zu sehen, aber halt nur zur Hälfte. Und das ist auch schon der ganze Tipp. Ist diesmal, wie ich finde, ein etwas leichterer Tipp. Da kann man schon, wenn man so weiß, was ich schon Let's Played habe und was ich noch Let's Playen will, dann kann man da schon ziemlich leicht draufkommen, wie ich finde. Weil auf jeden Fall waren ja meine letzten Tipps häufig etwas kryptisch immer und ein bisschen schwierig, aber der ist ein bisschen einfacher. Und da dürften dann einige von euch, glaube ich, vielleicht draufkommen können, was denn damit gemeint ist. Okay. Das war's dann eben hier, wie gesagt, ich kann nur noch mal hier eine fette Kaufempfehlung für Bayonetta 1 und auch Bayonetta 2 rausgeben. Gibt's ja auch mittlerweile beide auf der Switch und da kann ich sie auch dann wirklich nur empfehlen, da ich hab's jetzt auf der Wii U halt. Aber ich freue mich dann natürlich schon auch riesig auf Bayonetta 3, was ja schon mittlerweile auch exklusiv für die Switch angekündigt wurde. Und wenn das rauskommt, werde ich dann natürlich auch sofort Let's Playen, weil ich habe da auch schon mega Bock drauf auf den dritten Teil. Ich bin schon gespannt, was sich dann dort alles einfallen lassen und was für krasse Dinge wir dann da so erleben werden. Also da freue ich mich wirklich schon riesig drauf. Okay. Und auf jeden Fall würde ich mich dann auch noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos und auch neuen Projekten wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.